Lieben, heute freue ich mich hier bei Vertigo TV, neben ordentlichen Männerbands auch mal feiste Frauen vorstellen zu können. Es gibt also neben Metallica, Scars on Broadway auch noch Klee und Fräulein Wunder. Und natürlich was zu gewinnen für euch Schlaufüchse, es gibt Scars on Broadway Tickets für den September und Kleetaschen. Auf geht's! Bei Rock am Ring haben alle Leute gesagt, sie sind voll die Metallica-Fans. Jetzt sind die Herren wieder da von Metallica. Ganze 5 Jahre haben sich Zeit gelassen, um an ihrem neuesten Werk Dead Magnetic zu schrauben. Im September ist es dann endlich soweit und hier erklären die Jungs schon mal, wie das Ding so klingen wird. What can people expect from your new album? Way too much music that won't fit on to one CD. We wrote 24 songs, had to whittle it down to 14, and we even whittled it down further to 10 or 11. So, and they're all really long songs and really good. A couple people have, you know, I write it and I play it and I sing it, and, you know, we all do that. We're so close to it. It's nice to get reference from other people. Some other people have been saying that it sounds like it almost belongs between the Justice and Black Album, or I even say between Puppets and Justice. So it's Injustice for Puppets is what it is. Lustig finde ich ja, dass der James nach dem Interview quasi seine Cowboyhut, Jeans, Wohlfühlklamotte backstage gelassen hat, um dann in sein kleines Schwarzes zu schlüpfen, wie man hier sehen kann bei diesem Rock am Ring Ausschnitt von diesem Jahr. Bitte schön. Man muss bei folgender Band einfach mal weiter ausholen. Also, es war einmal eine progressive Rockband mit armenischen Roots namens System of a Down. Der Sänger Serge geht solo, also Gitarrist Darren und Schlagzeuger John auch. Und die heißen jetzt Scars on Broadway und erzählen jetzt hier was über ihre Soundentwicklung und die Hingabe ihrer Fans. I also think the sound of the band is an evolution from where we come from. And I feel like we're moving forward and not backward with this band. Feels good. We've only played 5 shows in the United States and 1 in Europe at this point, and already because of that you can go on, you know, YouTube and find really poor quality live sets that people just get off their phones. But I guess it's enough for like a hardcore fan to get an idea of the lyrics and stuff, and the stuff that people go through. It's just amazing to see how much they're into it, you know, how much of a fan they are. I walk the line I choose. I see the people in front of me. I climb the wall of news. I watch them show the tragedy. If you were me, couldn't you defend the given rights to all of men? Let's fix the world with all its strength. They say it's all about to end. Neben seinem neuen Look, der ist ja kaum wieder zu erkennen, zeigt sich der Darren aber auch mal, sagen wir, humorvoll. In dem Song Stoner Hate nämlich hat er eine lustige Zeile eingefügt, und die ist von Mary Poppins, und die geht supercalifragilisticexpialidocious. Also was war da los, Darren? Erzähl doch mal. The song wanted that. How? Well, it asked. You know,
the song is about my imaginary gang. And my imaginary gang is called Stoner Hate. And I'm part of the gang. But there isn't anybody there. They're just imaginary. And it's a bunch of angry hippies. And that's it. It's a ridiculous song. Im Interview haben die Jungs von Scars auch verraten, dass sie den Rest des Jahres mit Touren verbringen werden. Dürft ihr also nicht verpassen. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack aus dem Berliner Kato von ihrem Club-Gig. Misogynistic expialidocious is a word to me. Mama mia, losing all my patience when all the barricades are just so easy to say. Easy to say when you sing la 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 la. So my hate has got your back. California's been invaded by a hippie psychopath. When you sing la 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 la. So my hate has got your back. California's been invaded by a hippie psychopath. Heute hier im Angebot. Heute gibt's also zu gewinnen, nämlich 2 Tickets für Scars on Broadway im September und Kleetaschen. Um zu gewinnen, müsst ihr einfach folgende Frage beantworten. Wie heißt die Website, auf der man ständig neues Metallica Backstage Footage bekommt? Viel Glück! Adieu, mes amis! Nicht vergessen, gewinnen und abseilen an allen Ecken und Enden. Und jetzt haben das letzte Wort zum Podcast Scars on Broadway. Like for example right now, if I pulled out a knife and stabbed John in the neck, if you put it on the internet, it would get a lot of people to watch it. What the hell kind of thought is that? It's just an example, bro, don't worry.